Bevor das Video startet, lasst gerne ein Like da, macht die 750.000 Abos voll und folgt mir auf Insta. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ach, du startet hier jetzt, ja? Jo, warum denn nicht? Wir sind gerade auf dem Weg nach Hamburg mit der ganzen Mannschaft hier. Diesmal wird es nicht Highlights und Vlog in einem geben. Den Vlog gibt es bei Eli. Wir dachten, wir splitten das. Und hier gibt es nur die Highlights. Deswegen, wenn ihr den Rest sehen wollt, wird sehr lustig, denke ich mal. Aber das ja auch vorm Stadion alles auf. Ja, ein bisschen. Hier seht ihr nur die Stadion-Insights und so. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ich bin gegen Harztag, gegen Trimax-Mannschaft. Wird ein sehr geiles Spiel. Der Mann hat einen kleinen Stift. Ist nervös. Ja, aber alle, die unterschätzen, ich unterschätze ihn nicht. Ist auch gut so. Ja. Ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß. Ich bin jetzt im Zimmer mit Michi. Einfach so wie vor 10 Jahren. Mike und ich in einem Zimmer. Auswärtsfahrt, einer Playstation dabei und jetzt eigentlich die ganze Nacht, den ganzen Tag. FIFA spielen gehen und dann. Wie geht's los? Ich musste mal mit. Wie geht's los? Mitarbeiter dabei, Apfel dabei. Und es geht auch zum Spiel. Digga, wir sind einfach 6 Stunden gefahren nach Hamburg. Ja, aber war ganz lustig. Das kann nicht dein Ernst sein, dass du so zu einem Spiel kommst. Guck dich mal seine Tasche an. Junge, guck dich das mal an. Soll ich meine Riesentasche mitnehmen, Digga, oder was? Wer soll so vor dir Angst haben? Schleppert, die Gegner sehen dich so, komm. Ja, unterschätzen mich. Ich such den goldenen Schnacks. Schnacks. Ich bin Harry auf der 10, der den goldenen Schnaps sucht. Das heißt Schnatz. Schnatz. Folgt mir. Das Gute ist, ich kenne die Schleichwege. Wir konnten nicht vorne rausgehen, deswegen kommt jetzt die ganze Truppe mir hinterher gedackelt, weil ich hier schon mal langgelaufen bin. Hier bin ich geflüchtet. Bitte in 2er rein, jeder hat seinen Partner, Kinder, okay? Leute, hier ist Malle FC. 1, 2 und 3. Digga, Kalle, was trinkst du? Das ist, ich schwöre, das ist Cola. Ernsthaft. Allein, dass du schwören musst. Dings. Ja, morgen bist du wieder auf die Bühne. Ich werde dich irgendwas fragen. Achso, ja, morgen seid ihr auf Malle, ne? Ja. Natürlich. Morgen Malle. Wir machen Urlaub. Wann bist du wieder? Erst wieder August. August? Ja, ja. Ich mach Pause jetzt einmal. Also, wir sind jetzt angekommen. Wir sind sehr viele Leute, die ganze Mannschaft von den Jungs sind schon da. Aber wir haben jetzt so lange gebraucht. Wir sind 6 Stunden oder sowas gereist und so lange. Ja. Ich bin auch so tot. So, ich bin jetzt mal erstmal auf dem Platz. Und das Ding ist voll. Wir sind 2 Stunden vor Beginn. Ausverkauf, 5000 Zuschauer. Ich hab Hugo getroffen. Was geht's? Gut bei dir. Ich hab gleich ein Spiel, und du? Was? Ich hab gleich ein Spiel, und du? Ich auch. Es geht doch nicht nix bei dir. Was? Hä? Max! Yo! Geil, ey. Was geht ab? Hey, geil, dass ihr hier seid. Hugo, welche Rücknummer hast du? Why always me? 97. Ich war so sauer, ich war so sauer. Ich meine, das ist respektlos, das macht man nicht, hat er gesagt. Majestätsbeleidigung. Warum machst du die 1? Darf man. Okay. Wir haben auch Chef Popel. Hier haben wir Dominik. Geil. Wow. Abundi. Ich hab gerade getippt auf euch, 6-1. Okay. Ihr macht uns alle voll Druck. Wieso? Voll Druck? Ja, weil die anscheinend gut sind. Also Eli macht uns zumindest Angst, dass sie viele neue haben und so. Meine Aslans! Meine Aslans! Kalle wurde hingelassen. Ist ja Abi! Hier im Sau, sind das immer Abi? Vielleicht, ja. Ist das da hinten jetzt schon wieder Arda Güler oder was? Hast du das Video gesehen? Wen? In der Story, das Video? Nee. Ja, von Arda Güler. Achso, ja, doch, das, aber es soll fake sein, okay. Ja, ist fake? Was? Ist das ja, Arda Güler? Ist fake. Ist nicht Arda Güler? Nein, ist fake. Ist fake. Ist fake. Ist fake. Aber kennt von ihm kaum. Da, dann hat ihn Kalle. Kalle! 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 Ihr nicht, Mann!
Also irgendjemand ist hier rot im Raum. Weil sein Trikot nicht da ist. Und kocht. 32 ist da. Ich glaube. Was hast du? 11? Sehr schlecht. Jungs, hat jemand die 7 versteckt? Digga, wir spielen einfach mit GPS-Westen. Mit Ding. Mit Sensor. Damit sehen wir, wie schnell und wie viel wir laufen und so ein Kack. Also ich glaube, die 11 wird's auch nicht, Bilo. Ach, Digga, wo ist jetzt mein Handy? Der ist am Kochen. Der Tag ist gelaufen. Kann sein, dass Bilo nicht spielt, wegen Nummer 32. 32 ist Kurs XL. 32, das ist doch nur eine Nummer. Herr Hauptmann, du willst selber schon so eine Nummer spielen. Nein, ich will da nicht spielen. Ich frag jemand, ob er noch tauscht. Paul, tauschst du nicht mit mir? Gibt es aber noch eine andere Nummer? Und von der Taktik her spiele ich natürlich vorne. Neben mir wird wahrscheinlich Alex sein, der mal sehr, sehr einen guten Job macht. Und hinten haben wir unsere guten Sechser. Hinten eine stabile Kette. Ich bin gespannt. Die sind echt gut eigentlich alle. Das ist ja das Schöne. Also Delay Sports, die wissen ja gar nicht, wie gut ist Hardstark. Ja? Die kennen Dennis noch nicht. Die kennen Alex Keck noch nicht. Also da kommt auf jeden Fall auf Delay was vor. Auch wenn, würdest du es unterschreiben, zu sagen, dass Delay Favorit ist? Ja. Die sind schon Favorit. Da haben auch schon viele gesagt, die schicken euch zweistellig, machen die euch hier vom Platz. Das glaube ich nicht. Wir geben unser Bestes. Welche Position müsst du heute spielen? Vorne. Das ist keine Position erstmal. Schon. Okay. Super, danke Hugo. Ein Applaus für Hugo. Wortgewandt wie immer. Krass. Jetzt. Komm mal ran hier, Eli. Voller Fokus bei Eli. Weg. Wie viel Fokus kann man haben? Ja, wir nehmen das hier ernst. Also ist keine Spaßveranstaltung. Nein, hattet ihr für eine brutale Anreise, Eli? Ey, wir haben fast 7 Stunden her gebraucht. Ne? Es war respektlos. Es war Stau. Dann konnten wir nicht so schnell fahren wegen Bus. Wir mussten ein paar Pausen machen. Katastrophe. 7 Stunden. Von Berlin hierher, das ist Wahnsinn. Ich brauche 2 mit meinem Auto. Seid ihr über Köln gefahren? Wir sind um 11 Uhr losgefahren und wir waren, keine Ahnung, 17.30 Uhr oder so hier. Ich sag immer noch, wir gewinnen 3-1. Ja? Wir haben um 100 Subs gewettet. Ja, das haben wir. 200 wer gewinnt? 100? 100 Subs, wer gewinnt? Ja, okay, gut. Wie ist eure Truppe drauf? Ja, wir rauchen viele vorm Spiel. So. Was? Was macht ihr? Wir essen gerade noch eine Pizza und so, keine Ahnung. Ja, wir machen uns warm. Eli, aus deiner Sicht, gibt es irgendeine Chance aus deiner Sicht, dass der SSV Hardstark das hier Ding hier gewinnt? Ja, also ich sage, alle überschätzen uns vielleicht komplett. Ne? Also wir sind gut, wir sind ein gutes Team, aber ihr seid Erster geworden. Also ihr könnt gar nicht so schlecht sein. Am Anfang war das vielleicht so ein bisschen, ich habe aber gestern im Stream Gegenanalyse gemacht. Die haben 4 oder so, die in der Jugendbundesliga gespielt haben. Einer hat, glaube ich, dritte Liga gespielt. Und ich glaube, 2 haben Regionalliga gespielt im Männerbereich. Das sind ja schon 6-7 Spieler, die mindestens so gut sind wie wir. Also ein paar von uns. Danke. Und dann werdet ihr noch so ein paar haben und dann bist du halt im Sturm. So. Richtig. Also die werden eine gute Truppe sein. Komm, wir holen uns direkt mal das Trainerteam von Delay Sports, ihr Lieben. Da sind sie doch. Dennis, ihr beiden, kommt mal ran. So, ein Mikrofon kriegst du. Vor eure Antworten. Ihr habt euch was überlegt. Ihr habt gestern trainiert, seid mit einer Riesentruppe angereist. Ich glaube 24 Mann Kader, 23 Mann. Was habt ihr aus euch ausgedacht für heute? Wir sind mit der Vorbereitung gestartet. Das heißt, wir sind erst am Anfang, haben aber richtig Bock auf das Spiel. Wir haben jetzt 6 Stunden hergebraucht. Die Jungs sind trotzdem sehr heiß, werden alles geben. Und wir sind nicht umsonst aus Berlin angereist. Die Aufstellung steht bereits. Ich hab sie. Ich weiß gar nicht, darf man die schon spoilern? Willst du was sagen? Wird Eli spielen? Hält Elis Knie? Ja, also wir können so viel spoilern. Also Eli und Sid starten heute beide. Auf der Doppel-10. Doppel-10. Da wird gezaubert. Da wird gezaubert. Das Knie hält auch. Und von daher erwarten wir uns viel Zauber heute vorne. Und sonst hinten drin, das sind 2 absolute Kleiderschränke. Ne? Ich habe gerade schon Trimax gesagt, an Ali kommt eigentlich keiner vorbei. Ja, mit Ali und Dada haben wir 2 Türme hinten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe das erste Mal Trimax live gesehen. Der Typ ist auch ein Hühne. So, dann die Startaufstellung vom SSV Hardstark. Auch die kann ich euch schon mal spoilern. Niki haben wir gesehen mit der 10 im Tor. Dann gibt es eine Fünferkette mit Hans links, Leon, Johnny und Marco hinten drin. Leon Heine im Mittelfeld, Jay-Z auf der 10, wissen wir noch gar nicht so. Vielleicht macht Stevie G, also Steven Gerrig. Und dann Dennis mit der 27. Dennis Schecker, ein richtig guter Fußballspieler. Und vorne drin dann Alex Keck und Trimax. Alex, ein unfassbar guter Kicker. Er ist der Topscorer vom SSV Hardstark. Hallo! Wie geht's dir, mein Mister? Na! Alles hast du es geschafft? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Und Willi hat immer eine schnelle Brille, da kann man sich drauf verlassen. Immer im Petto. Willi, bist du mit Delay angereist in dem Killerbus? Gott sei Dank nicht. Okay. Gott sei Dank nicht privat, aber die Jungs waren, glaube ich, 6 Stunden unterwegs aus Alter. Berlin. Alter.
Ey, du als Experte, 6 Stunden in dem Bus, macht das was mit dem Team? Ey. Ja, das hast du in den Knochen. Das, ja? Das spürst du, dann wird der eine oder andere Schritt immer schwerer. Aber ich glaube, am Ende musst du dich nur gut warm machen und dann läufst du das raus. Hast du einen Favoriten? Wir haben ja das letzte Delay Sports Spiel zusammen in der Saison kommentiert. Das war eine Ansage. Ich glaube nicht, wie viele Dinge haben sie gemacht? 20, sowas? Boah, es ging in die Richtung 15, glaube ich. Sowas, ne? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir viele Tore gesehen. Hast du dir mal ein paar Highlights von Hartstag auch von Max Mannschaft angeschaut? Ja, tatsächlich auch und auch ein super Team. Ist halt in Hamburg vertreten, die anderen in Berlin. Aber ich glaube, am Ende schlägt das Herz für Delay Sports, für meine Jungs. Und ich glaube, individuell haben sie auch eine bessere Qualität. Niki Stemmler und Marc Stemmler führen den SSV Harztag an. SUVs aus den Boxen und Eli natürlich direkt hinter Ali. Und wie sich das gehört für das Spiel der Spiele, die Champions League-Hymne hier in Hamburg-Eppendorf. Und ihr seht, wir kommen definitiv näher ran als in der Champions League und als in der Bundesliga. Da ist er. Stark. Shoutout an Flo, der hier alles gibt. Und ihr habt es gehört, Harztag. Und das ist Delay Sports. Auch das eine extrem coole Truppe. Ihr seht, wir haben alles aufgefahren. Wir haben den Spielstand oben drin. Wir haben Grafiken. Ich bin sehr gespannt auch auf diese Leistungsdaten, auf die Sprintdaten. Und das ist die Doppel-10 mit der 97 Eli, wie sich das gehört. Und mit der 10 Sydney. Ja, und ihr seht richtig, Max, also Trimax, mit der Nummer 1 vorne drin im Sturm bei Harztag. Das Spiel ist freigegeben. Dia führt den Anstoß aus. Der SSV Harztag in den blauen Trikots. Niki Stemmler direkt mal mit der Parade nach dem ganz wilden Abschluss von Sid. Und Delay Sports aus Berlin, die Gäste in den weißen Trikots. Heppala und gleich mal der Fehler. Und direkt die Chance zum 1-0 für die Gäste aus Berlin. Das ist Bilal Kamari, der eine unglaubliche Freistoßstärke hat. Und Dia mit dem Stürmerfoul, wie Maximilian Schradin entscheidet. Abgepfiffen, sehr hektische Anfangsphase. Und was macht er jetzt? Er gibt Handelfmeter für den SSV Harztag, Leute. Was ist denn hier los? Aber das ist kein Handspiel. Das ist von Michael Dada, dem Vierer, dem Innenverteidiger. Von Delay Sports niemals Handspiel, aber Schradin gibt ihn. Aber er gibt Strafstoß. Nein, er gibt ihn nicht. Okay, also fair Play-Preis bitte an Trimax, der ganz klar zu Michael Dada gegangen ist, dem potenziellen Verursacher, und gesagt hat, das war nichts, das hab ich gesehen. Schradin hat das falsch gesehen. Fair Play, Max, alles gut, kein Elfmeter. Und Eli am Ball. Ganz stark verteidigt hinten drin von Leon Kreuz. Und Sydney mit der Zidane-Rolle schon wieder hier. Boah, ist der schnell. Und das ist die Chance für Eli. Dia mit der Chance zum Nachsetzen, aber da ist schon abgepfiffen. Michael Kieremé hat sich durchgesetzt nach rechts. Oh, super hübsch gespielt. Starkes Gegenpressing von Delay und Niki Stemmler ist da. Und übrigens mit der 9, der Mann, der die gleiche Frisur hat wie Alex Keck mit der 7 vom SSV Harztag, das ist Johnny, der gerade im Duell mit Dia gewesen ist. Nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt, hinten in der Innenverteidigung. So, Sydney auf der Suche nach Lösung, sucht seinen Kumpel Eli. Teilweise 7, 8 Spieler von Harztag, von der Mannschaft von Trimax im eigenen Strafraum. Alle, außer Trimax jetzt, gegen den Ball bei den Blauen. Der Lupfer ist hübsch, das ist gut von Sid und das ist Eli! 12. Minute, erste XL-Gelegenheit von Elias Nerlich. Richtig gut aufgelöst hier mit dem Chip vorne rein. Sid weiß genau, Adia weiß genau, was er tut mit der Ablage da mit der Brust. Und der wäre drin gewesen, wenn Niki den nicht habt. Und Niki lässt sich vollkommen zurecht für die Parade abfeiern hier.
Und das ist Eli. Erstmal auf ruhig. Jeremy, was für ein genialer Spieler. Alles, was er tut, hat Hand und Fuß. Hübsches Ding. Ist das abseits? Ja, nein. Schradin pfeift in der Kommunikation mit seinen beiden Schiedsrichterassistenten. Er pfeift spät, aber er pfeift. Boah, Jeremy, Wahnsinn. Oh, einmal schön. Den Beini hat es gegeben. Einer von drei Neuzugängen. Und Eli am Ball, der extrem bei der Arbeit behindert wird von Johnny, der einen engen Aufpasser hat. Hartstag bisher noch mit sehr strenger Türpolitik. Sehr schön, Ball breit gespielt. Genauso musst du Fußball spielen in der Box. Super zurückgelegt da von Paul Beckmann, dem Rechtsverteidiger. Und Alieu Savané Ali ist ein unglaublich umsichtiger Verteidiger. Und der Ball ist herausragend für Sidney. Sid versucht zu tricksen gegen Dennis Schäcker. Und dann helfen sie sich gegenseitig und packen ihn im Duett. So kann man Sid aber auch wirklich nur stoppen. Delay versucht sich Hartstag zurechtzulegen. Das ist Eli. Hübsch aufgelöst mit der Hacke. Danke übrigens an 145K im Chat. Sidney umsichtig für Paul Beckmann, der legt ihn sich zurecht, der kann flanken. Die Flanke ist gut, die Hereingabe, aber auch die kann gelöscht werden. Und der Strafraum von Hartstag ist erneut besenrein. Aber es ist ein weiteres Anrennen. Wow, sie kriegen es irgendwie immer geschafft. Ballgewinn von Alex Keck und der kann den Turbo zünden, der ist schnell. Warum nicht? Warum nicht? 25. Minute aus dem berühmten Nichts. Alexander Keck, zu macht er. 1-0 Hartstag und das überrascht alle hier im Stadion Hohenluft. Bist du verrückt? Delay Sports rennt an, rennt an, rennt an. Aber das Tor mit dem ersten richtigen Torschuss macht der SSV Hartstag. Guckt euch das an. Hier der Ballverlust. Alex Keck. Und die Frage, geht er das Sprintduell mit Ali? Er entscheidet sich für nein. Es ist exakt die richtige Entscheidung. Und der Torhüter steht ganz normal so hoch. Ist klar, wenn die eigene Mannschaft den Ball hat. Du rechnest nicht mit so einem Ballverlust. Und da wird der komplett übertäupelt. Ganz, ganz bitter für die Delay Sports. Jetzt muss man im 0-1 hinterher rein. So, und jetzt wird der Bus geparkt, da könnte man von ausgehen. Wobei, sie haben auch noch Lust, Teilnehmer der Veranstaltung zu sein hier. Leon Heine mit dem Ballgewinn, Unterzahl für Hartstag. Sehr gut darüber zu spielen, genauso muss es sein. So stemmt man Delay Sports auseinander. Und das dürfte zumindest der Eckball sein als Lohn für Hartstag. Und jetzt geht's natürlich Delay Sports alles ein bisschen leichter vom Fuß. Trimax! Aber der Goalie von Delay ist da. Die Passwege sind ganz gut zu. Sie lassen Delay Sports da spielen, wo es nicht wehtut. Und das ist ein Freistoß. Das ist ein Foul von ihm hier, von Leon Heine. Keine Frage. Da hat es aber gekracht im Gebälk. Er kann es direkt, er macht es direkt. Der ist gut, aber Niki Stemmler ist da und macht den Giebel zu. Das ist, ich habe mit Dennis, dem Trainer, gesprochen von Delay Sports in Vorbereitung auf die Veranstaltung hier. Und es ist eigentlich wie ein Elfmeter fast, ein direkter Freistoß so aus 18, 19 Metern für Delay Sports. Niki stark im Tor, Niki Neuer. Und da ist Bilal wieder. Bilal Kamari. Abgekommen von Jan. Jay-Z, der Spitzname hier. Vom Zehner, also vom anderen Zehner von ihm hier. Und der kann auch richtig gut kicken. Hat viele Tore erzielt für Hartstag diese Saison. Sieht er da am zweiten Pfosten, dass da einer mitläuft. Und dann stoppt er ihn mit dem Fuß. Das ist ja sehr, sehr stark. Sehr gut, jetzt die Chance für Sid zum Ausgleich. Das gibt's nicht. Bisschen zu viel Rücklage. Aber super durchkombiniert von Delay Sports. Da geht der Daumen hoch. Guckt euch das an. Wie das Messer durch die Butter
und dann hat er einen ganz kleinen Ticken zu viel Rücklage, weil er aber auch enorm bei der Arbeit gestört wird. Mal gucken, ob er die Lücke findet im Abwehrdickicht von Trimax Mannschaft. Ja, sehr gut. Mit solchen Lupfern geht das. Und das ist der Ausgleich. Mittwart, 36. Minute. Auch das. Aufgehebelt. Niki kann den nicht halten. 1-1 durch Michael Kieremi. Der Dynamitstange auf zwei Beinen. Der rechte Flügelbeauftragte, der genau im richtigen Moment losläuft. Kein Abseits. Super Pass von Sydney. Und mit einer Bewegung. Niki hätte dann nicht aus dem Tor kommen müssen, macht er das ganz stark. Das ist ein Geschenk, das er gerne annimmt. 1-1. Und auch super Tor von Kieremi. Und da ist Sid wieder. Jetzt ist er wach geküsst. Lila Kamari, abgepfiffen das Ganze. 1-1. Und hier sehen wir den Treffer nochmal. Ah, da hat Niki sich ein bisschen verschätzt im Tor. Also die alte Regel, wenn du rauskommst, musst du ihn eigentlich haben. Hat er aber nicht. Unten am Feld, da werden ein paar Jungs gegeneinander antreten. Und das ist Dia. Der ist ja auch noch da. Oh, geht richtig auf die Socken. Spiel läuft weiter. Vorteil, richtige Entscheidung von Schradin, hier weiterlaufen zu lassen. Super Pass und das Chance zum 2-1. 2-1 für Delay Sports. 40. Minute. Luca Incano war der Torschütze, der vorgerückte Linksverteidiger, eingeleitet von Dia, sind dann super geil mit dem Stecker und dann das Tor durch die Beine von Niki, durch Luca Incano, den Linksverteidiger. Aber sehr gut positioniert, schön nach innen eingerückt da. Und Dia, der in seiner Rolle als falsche Neun durchaus Meter macht, gar nicht so langsam ist, wie wir sehen. Von Luca Incano. Und Sydney hat die Möglichkeit. Gut durchgesteckt zu Dia. Kein Abseits gepfiffen. Tor! Niki erwischt ihn. Treffer zählt! Super Pass von Sydney, der an allen Toren beteiligt ist als Vorarbeiter. Und Dia mit dem Tor, 3-1, Treffer zählt. Durch Alexander Keck. Dia, der ein bisschen zurückgezogener spielt im zweiten Abschnitt, was ihm aber sehr gut tut als Ballschlepper. Boah, Eli. Auf dem zweiten Bildungsweg für Dia. Macht er gut, der Dia. Bleibt hängen. Ihr seht, der Platz ist verdammt trocken. Aber ihr seht, wie Dia auch Bock hat. Oha! Alex Keck hat so das Tor gemacht. Das ist es gewesen nach einer überraschenden Führung für den SSV Harztag. Zum 1:0 dreht Delay Sports die Partie auf 3-1. Hier nochmal der Versuch auf 4-1 zu stellen. Ganz enges Ding. Es wäre so ähnlich wie der erste Treffer vom SSV Harztag gewesen. 3-1. Es gibt noch Gelegenheiten. Wir werden andere Spieler sehen im zweiten Abschnitt. Übrigens, ich habe die Leistungsdaten mittlerweile vorliegen aus der ersten Halbzeit. Wir gucken erstmal ganz kurz, ob der Angriff hier was wird. Nee, Dennis packt zu. Jetzt Eli. Sehr schön. Sehr gut von Sydney, der die Bälle magnetisch anzieht. Boah, ist das gut, was Sydney da macht. Nicht vom Ball zu trennen. An allen drei Toren entscheidend beteiligt gewesen als Vorlagengeber. Und das dürfte Eckball geben. Gute Ecke! Und das ist das 4-1! Delay Sports dreht auf nach dem Eckball. 51. Spielminute. Luca Incano macht sich zum Doppeltorschützen. 4-1, der Linksverteidiger trifft doppelt. Die Ecke, super gute Flugbahn. Sid kommt nicht dran mit dem Kopf. 32 km/h.
direkt, also in der 30er-Zone, würde der geblitzt. Also man muss dazu auch sagen, der SSV Harzack trainiert nie. Man hat sich jetzt zweimal hier in Hamburg getroffen im Rahmen der Vorbereitung, während Delay Sport schon voll im Saft ist, voll im Training steht. Ihr kennt Elis Ziele, Stichwort Aufstieg in den langsam sehr interessanten Bereich, Stück für Stück jedes Jahr aufsteigen. Während der Aufstieg vom SSV Harzack eher zufällig war. Also nicht zufällig, die haben schon gut gespielt, aber man hatte nicht das Ziel aufzusteigen, sagen wir mal so. Und es ist trotzdem so gekommen. So, Sid mit der Gelegenheit. Und Adler im Tor ist da. Al-Kamari auf Locker, Dennis Schicker dazwischen, er pfeift. Wir gucken uns das an und sehen, ist das im Strafraum oder nicht? Das ist immer die Frage, wo ist das Foul? Er fällt in den Strafraum, also meines Erachtens ist das ein Freistoß, oder? Ah, nee, die 16-Meter-Raumlinie gehört zum 16er und er ist schon genau auf dem, ja, es gibt Elfmeter. Und Eli macht ihn. Elias Nährlich mit der Chance. Eli stellt auf 5-1. Der Topscorer der vergangenen Delay-Saison bedankt sich zuallererst bei Sydney Friede. 5-1. 58. Minute. Ein gewisser Elias Nährlich ist der Torschütze. Ja, Wahnsinn, erste Halbzeit, oder? Sag mal ehrlich, hättest du damit gerechnet? Niemand hätte. Oh, Achtung, Chance zum 6-1, aber Adler ist da und Dennis Schicker wischt ihn weg. Ein Treffer zum 1-1. Oh, der Bruder jetzt am Ball. Mit dem kann man spielen. Oh, nicht schlecht. Ja, Technik hat er. Brasilianisch gegen 2. Oh, da hast du Lung am Spiel. Sydney geht am Boden. Und hier ist er wieder. Trimax. Mit dem oh, warum denn nicht? Gegen Sydney. Hat Sydney aber einmal auf die Rutsche geschickt. Ganz bestimmt. Ja, und dann, also ich meine, unglaublich das 1-0. Und jetzt seid ihr wieder da, Stefan Gerrig. Warum denn nicht? Der Pass ist nicht schlecht für Dennis Schicker. Und er kann damit was anfangen. Nee. Dennis mit der Show. Oh. Und guck mal, da ist Maxinho. Oh. Wunderschön, der Blick auch. Der macht ihn einmal richtig durch die Hose. Schickt ihn aber einmal richtig tanzen. Und da will er das Foul ziehen, Sid. Auch mit diesen Stutzen, das ist einfach so wahnsinnig professionell. Deutsche Bellingham. Laufdistanz von Trimax 4 Kilometer. Ah, okay. Das ist okay, oder? Das ist okay, 4 Kilometer. Maximalgeschwindigkeit 19,9. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Definitiv. Sydney fast an jedem Tor beteiligt gewesen. Guckt euch das an hier. Oh. Und die Chance auf 6-1 zu stellen. Da kommt er definitiv wieder. Mein großes Ziel ist, einen Elfmeter zu halten von Eli. Und jetzt die Chance auf 6-1 zu stellen. Boah, Leon Kreuz mit allem, was er hat. Da sehen wir übrigens die Statistiken von Trimax. 6,1 Kilometer gelaufen. Maximalgeschwindigkeit 27 km/h. Ich hoffe, die Herzfrequenz macht mir keine Sorgen. Eli hat eine niedrigere Maximalgeschwindigkeit. Krass, und eine höhere Herzfrequenz. Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Oha. Nimmt sich Eli zurück oder ist Max ein schnellerer Spieler? Das ist die entscheidende Frage. Gibt es hier Ärzte? Okay. Oh, den macht er gut. Wird nicht angegriffen. Oh. 6-1. Machen sie sehr, sehr gut. Delay Sports auf die 6. Wird einfach nicht angegriffen. Hat sehr viel Raum und Platz, um sich da selbst zu verwirklichen und dann das 6. Ich durfte mir das in der ersten Halbzeit ja auch schon ganz hinten als Torwart angucken. Ich bin wirklich überrascht gewesen, wie gut die das unterspielen. Maximalgeschwindigkeit 26,92 im Spiel und durchschnittliche Geschwindigkeit 4,88 Kilometer. Jetzt aber Jubin und die Chance vielleicht auch. Jubin ist schnell. Jubin hat auch schon getroffen vor Harzack, aber im Zentrum, er konnte sich nicht so richtig entscheiden, ob er abschließt oder flankt, hatte ich das Gefühl. Heute musste er Dia den Vortritt lassen. Also ihr seht, was für eine Qualität auch auf der 9er Position da bei Delay am Start ist. Und hier ist er wieder, Dorian Fischer, 18 Scorer-Punkte letzte Saison. Super Pass. Jawohl. Und da kommt ein gewisser Trimax hier ans Kommentatorenpult. Und er sieht fast das 7-1.
Nochmal die Chance. Was für eine Parade von Adler. Alter. Max, was habt ihr da für einen Hexer hinten drin im Tor? Das war ja geil. Holy shit. Glaubst du, macht ihr noch ein Tor? Wäre geil. Aber jetzt haben wir wirklich... Jetzt kommt gleich nochmal Noah und Marc Eggers. Oha, Marc Eggers kommt nochmal und Adler wieder ist wieder da. Geil. Einige schreiben hier im Chat mit dem Elfmeter. Am Anfang kamen beide Verteidiger zu mir und meinten, ich hoffe, alles war keine Hand. Da habe ich gesagt, okay, ist ein Freundschaftsspiel. Wir wollen jetzt nicht in den falschen Elfmeter in der 30. Sekunde. Stimmt, dann haben wir den. Du warst damit, im Gespräch, ja, ne? Du hast gesagt, nein, das war nichts. Macht man eigentlich nicht, ist nicht geil für den Schiedsrichter da, aber wenn die beide sagen, ey, war keine Hand. Ich habe es noch nicht gesehen. Guck ich mir im Nachhinein an. Aber wir haben ja auch so das 1-0 hinbekommen. Ich wollte gerade sagen, und wie? Und das war gegen einen verdammt schnellen Spieler. Schneller als Eli. Ja, Eli wollte nicht. Eli wollte kein Sprintduell gegen mich. Boah, und fast das 7-1. Dorian Fischer nochmal. Alter, jetzt haben die Chancen. Die haben Chancen. Was macht der denn da? Da war jetzt wirklich eine verrückte Mannschaft. Oh? Der ist durch. Das ist das Foul. Hugo liegt. Er gibt nochmal Freistoß. Es ist Freistoß. Für den SSO Hardstar. Verdammt gut gemacht von Hugo. Adi. Marc Eggers vorne drin, Hugo vorne drin, natürlich Dennis. Und der ist nicht schlecht, Hugo! Und dann fällt er nochmal, naja! Hier immerhin, was ist jetzt los? Was haben wir hier hinten? Achtung, Nico und Kontersicherung Noah. Fehlt. So schnell das sind gibt's die nicht. Nicht. Und da statt 2-6 heißt es 7-1. Das ist die absolute Höchststrafe. Oh Mann, ey. Das ist bitter. 89. Ja, da haben wir noch ein bisschen Schwierigkeiten hinten. Marc Eggers wieder? Marc Eggers. Der arbeitet richtig. Guck mal hier. Oh, der sieht an. Deutsche sieht an. Alter, da kommt Eggers. Noah noch mit der Grätsche. Alter, wen haben wir denn jetzt? Es ist keiner mehr aus der Startelf da. Wo sind denn die Verteidiger? Und keiner mehr in der Abwehr. Dorian Fischer und die Chance auf 8 einzustellen. Und Adler. Dieses Viech im Tor vom SSV Harzdag. Was für ein Spiel. Und jetzt die Chance auf 8 einzustellen. Wieder Adler. Und der Torwart hat ihn. Adler ist der Beste. Ahnst es ja nicht. Und das ist der Mann, der auch schon im Sprintduell mit am Start gewesen ist. Abdallaram Sheikh Khalil. Ja, der hat noch das Sprintduell komplett gewonnen. Das war mein Gegner. Ich dachte, Alter, Adler, oh. Super. Der macht er sich so lang, das kann er. Ich habe auch gar keinen Bock, gegen ihn Elfer zu schießen oder so eine 1 gegen 1 Situation. Wo ist jetzt hier die Verteidigung? Der seitdem Noah drin ist irgendwie? Läuft's nicht mehr so? Das. Oh, Latte! Und jetzt aber der Nachsendeantrag. Das gibt's ja nicht. Jetzt 8-1. Ist er drin. Jetzt ist er drin. 8-1. Aber Adler, Mordleistung. Leon Kreuz ist dran. Ist das und der jetzt Abpfiff? Hat der Schradin ein Einsehen. 8-1. Ey, ich bin mega happy. So ein geiles Spiel. Ich geh runter. Jawohl, Max, ich komm sofort nach. Eli, ganz kurzes Fazit von dir. Als Harztag 1-0 führte, war ein kurzer Schock. Ja, also auf jeden Fall, die haben es gut gemacht mit den Kontern, fand ich. Hinten standen die relativ kompakt, wir sind nicht so einfach durchgekommen. Und die haben es wirklich gut gemacht, fand ich. Wie gesagt, ich wusste schon, dass sie gar nicht so schlecht sind. Und erste Halbzeit war, wie gesagt, wirklich schwer. In der zweiten Halbzeit wurden dann viel gewechselt, auch bei Harztag bei uns. Da war das alles ein bisschen lockerer. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs von Harztag sind alle sehr, sehr gut drauf. Supportet die auf jeden Fall. Und war sehr schön, hat uns Spaß gemacht, gerne nächstes Jahr wieder. 8-1 hat uns auch Bock gemacht, wir sind froh, hier gewesen zu sein. Danke für die Einladung auch und ich hoffe, alle Zuschauer hatten Spaß und auch im Stream. Das Spiel der Meister 2023 ist entschieden. Der Sieger heißt Delay Sports. Und der MVP wird Niklas, der Neuzugang von Delay Sports. Glückwunsch. Max, möchtest du überreichen? Hast du dir verdient. Sehr, sehr stark. War wirklich ein krasses Spiel. Stark. Sehr, sehr stark. Ja, mein Kopf explodiert. Ich bin von dort einmal rumgelaufen. Alter. Warte, komm mal. Junge, ich will meinen Arm zu weh vom Selfie machen. Und die ganze Zeit, bitte. Alter. Digga, das ist grad, Digga, das war gerade so krass, ne? Das war viel voller. Das ist im Gegenzug noch leer, weißt du, was ich meine? Ich bin ja durch jetzt. Meinst einfach mal das Outro. Ich habe hier irgendein T-Shirt von einem Jungen gesehen, Abschied an. Hier eine Brille wieder geschenkt bekommen, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. War sehr lustig. Wir gehen jetzt noch. Was machen wir noch? Ja, erstmal einen ruhigen Abend, also erstmal im Hotel und dann werden wir auf der Piste gehen, glaube ich. Vlog, was alles drumherum passiert, sich über Eli. Ja, war ein gelungenes Event. Ich hoffe, ihr hattet coole Highlights. Spiel war jetzt nicht das Beste, ich habe, glaube ich, noch gar nichts dazu gesagt. 3 Assists immerhin. Ja.
Ja. Danke an alle, die da waren, danke an alle, die zugeguckt haben. Es ist selbstverständlich, dass hier das Stadion wieder voll war, 5000 Zuschauer oder so. Sehr geil, vor so einer Kulisse zu spielen wieder. Und Kalle muss gleich auch noch eine Runde drehen. Ich war schon. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich in Miami. Nee. Ehrlich? Wahrscheinlich in Miami. Wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen, komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman. Check die Karte, Hände auf und was willst du mich drehen? Mit den Wingen kann ich yeah. Nicht einbauen. Oh mein Gott. Was ist das? Ich will so, hörst du von außen, zit, zit, zit. Das steht da Robby mit zwei Bier. Alles für dich, Janik, das ist für dich, zit. Ich geb dir mal eins, hast du dir verdient, ey. Danke. Tschüss. Prost. Prost, Männer.